Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arma 3. Wir hatten jetzt gerade ein paar kleine technische Probleme, deswegen weiß ich nicht, ob ihr Ingame-Sound habt. Ich höre nämlich gerade keinen. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich einfach mal mein Headset ausmachen muss und neu anmachen muss. So, nochmal kurz ausstecken. So Leute, willkommen zurück. Paar kleine technische Probleme. Wir werden dann nach dem Drogendeal, wenn das alles verkauft ist und so, dann auch kurz mal das Spiel beenden. Hoffe, dass es sich dann klärt. Also es könnte halt sein, dass ihr jetzt mal zwei Parts ohne Ingame-Sound auskommen müsst. Ansonsten, bei mir gibt es sogar mit Ingame-Sound, also da läuft es. Ja, weiß nicht, was gerade hier los ist. Da läuft es laufend tun. Kann auch sein, dass es an meinem Action liegt, was gerade so ein bisschen rumgespackt hat. Ja. Weiß ich nicht. Wer weiß, genau. Ja. Müssen dann nur mal testen, ob ich den Ingame-Sound, ob ich jetzt grundsätzlich keinen Ingame-Sound habe, also auch wenn du mit mir redest, oder? Achso. Ja, wäre natürlich für RP ziemlich kacke. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock zu disconnecten, weil dann wäre unser ganzer Scheiß weg. Ja gut, dein Fahrzeug mit dem Scheiß wäre noch da, nur du wärst in Kavala. Eben. Das wäre ziemlich trashig. Ziemlich ungeil, deswegen würde ich sagen, ziehen wir jetzt einfach die zwei Parts durch. Wie das noch sind. Ich meine, verarbeiten waren 3 Minuten, ne? Ja, das ging relativ schnell und nach Kavala sind wir auch relativ schnell gefahren, in 4 Minuten oder so. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gestern unter Stress mal ein bisschen durchgeheizt und wurden dann ja in Kavala RDM'd wegen... Desync. Genau, Desync. Wir haben halt einen überfahren, der wurde beim Crossfire aber nicht angezeigt und teleportiert und eigentlich hätte ich den auch schon überfahren haben müssen. Deswegen, also da ist ganz klar irgendwie Internetprobleme bei der Person gewesen und dann er seinen Kumpels, ja... Jetzt könnt ihr die einfach so über den Haufen schießen, weil die haben uns ja überfahren. Hier in der Stadt musste ich dann links abbiegen, ne? Genau. Ja, bin ich nämlich gerade schon dran vorbeigedüst. Ja, da musst du Querfeld einfahren. Nee, bin jetzt gerade nochmal, war nicht weit zurück. Bist du schon am Verarbeiter? Fahre gerade rein. Hier beim Reinfahren muss ich nochmal auf die externe Sicht zugreifen. Boah, Leute. Wäre ja jetzt doch ein Stück hinter dir, ne? Ja gut, du hast aber auch angehalten, kurz. Ja, weil ich gehofft hatte, dass sich das hier ein bisschen klärt. Ja. Aber hat's ja dann nicht. Ich hab wieder so geparkt wie gestern, also dass du neben mich reinfahren kannst. Ja. Genau. Ja, bin jetzt auch gleich da. Ich sehe es schon. Genau. No. Was ich halt cool finde, obwohl der Hammett ja so ein russischer Transporter eigentlich sein müsste, trotzdem alles auf Englisch dasteht. Jo. Ja. Ja, vielleicht halt umgebaut, ne? Innen drin. Naja, ich habe gerade auch gar keinen Ingame-Sound mehr. Red mal mit mir, Ingame. Oder? Hallo, Herr Crowster. Ne, ich höre gar nichts. Okay, das ist Bullshit. Ja, ist ein bisschen behindert, aber okay. Geht halt nicht anders. Wenn dich dann jemand anspricht, RP-technisch, sag ich, du bist taubstumm. Mein selber quatschen kann ich ja, das hörst du ja. Ja, stimmt, das höre ich. Du hörst halt nicht, was die Leute sagen und darauf dann... Irgendwie zu antworten ist schwer. Dann müsste ich dir halt sagen, was die sagen, damit du was sagen kannst. Ja. Ich kann nochmal gucken, Audioeinstellung, aber darum. Soundquellen 80. Ah, Leute. Soundquellen 3D. So, du bist heute Abend bist du weg, ne? Ja. Okay, ich schick dir dann heute Nacht eine Sprachmemo, ne? Mach das.
Wenn deine Freundin dann fragt, wer lallt da besoffen ins Mikro, sagst du hier, Basti, ne? Ja. Sag ich, ist so ein mega Behinderter. Lange du ihr dann nicht sagst, dass du mich mit nach Österreich nehmen willst, ist es in Ordnung. Ja, da in Österreich lernt ihr euch dann eh kennen. Ach so. Ja, okay. Also sofern sie überhaupt mit will, ich glaube, die weiß noch gar nicht von ihrem Glück. Oder habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube, der habe ich noch gar nichts von erzählt. Ich natürlich auch kann. Also das ist dann auch noch so die Frage nebenbei, aber ja, wird schon irgendwie. Ich meine, die geht ja auch noch zur Schule, ne? Nee, darum geht's ja noch nicht mal. Es geht ja darum, dass ich, dann sage ich halt meinen Eltern, ja, nö, fahr nicht mit euch in Urlaub, fahr mit einem alleine in Urlaub. Weil die haben mich schon gefragt, ja, willst du überhaupt noch mit uns in Urlaub fahren? Ne? Und die wollten auch im Winter jetzt in Urlaub fahren. Habe ich gesagt, ne, fahr mit Marius weg. Mhm. Okay. Wenn die dann über Silvester weg sind, ich weiß nicht, ob die vor mir nach Hause kommen oder ich vor denen nach Hause komme. Das wird sich dann alles spontan, glaube ich, klären. Also ich bin auf jeden Fall weg. Mhm. Nach Weihnachten bis Silvester. Das heißt, da bin ich nicht zu Hause. Oh. Und ansonsten. Boah, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Verarbeitest du gerade noch oder was stehst du hier so sinnlos rum? Ja, ich verarbeite eigentlich die ganze Zeit. Hallo? Na, wenn du mit deinem fertig bist, kannst du dann bei mir weitermachen. Bist du ganz sinnlos aus, da sagst du. Mhm. Ja, mit meinem fertig ist ja eine schnelle Sache, ne? Mhm. Oder zumindest eine etwas schnellere Sache als bei dir. Obwohl es auch nicht ewig dauert. Boah, das weiß ich. Ich hätte eigentlich nur mal eine Runde pennen sollen, ey. Ah, pennen kannst du später noch. Nee, später, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Marius sagte heute Morgen so zu mir, ja, für Vorsuff ist schon gesorgt. Sag ich so, wie, was gibt's denn? Wo geht er denn überhaupt hin? Von seiner Schule, in der Nähe gibt's so eine Turnhalle, die haben so eine Vorhalle, so wo auch bei Handballspielen so Kuchen und so Kaffee und kannst da auch richtig, hast da ein bisschen Platz und so, ne? Da macht halt die Schule Stufenparty. Ah, okay. Da gehen wir hin. Da gibt's boah, halt ist eigentlich, glaube ich, von der 12. Klasse Stufenparty, ne? Da gibt's oder Alkohol an der Schule? Das ist ja Stufenparty von den Schülern organisiert für die Abi-Abschlussfahrt. Ach so. Deswegen, das ist ja Stufenparty. Die sind ja beim Abitur alle größtenteils in der 12. Klasse 18, ne? Ja, ist schon logisch, aber ist halt. Also bei uns wäre es dann eine schulische Veranstaltung und da. Nee, ist ja keine schulische. Ist ja von den Schülern privat organisiert zum Verdienen von Geld für die Schule zwar, aber. Naja, dann. Das läuft offiziell als öffentliche Veranstaltung. Na cool. Okay, dann. Nee, ich gehe heute Stadtfest. Mit ein paar Kollegen halt. Wenn's Wetter mitmacht. Sagen wir so, Hauptsache ein bisschen Fun haben und, ne? Ja. Nicht ganz nüchtern nach Hause kommen. Mhm. So, jetzt noch 85 Cannabis im Auto. Ich bin gerade die letzten 25 am Fahrrad. Ja, kannst du ja bei mir mitmachen und dann schmeißt es dann bei mir bitte aber auch gleich wieder ins Auto rein. Nee, ich behalte das für mich, weil. Ja, ist ja nicht so, dass wir dann eh alle das Geld wieder zusammenschmeißen oder so, ne? Ich wollte sagen, also wer braucht, der kriegt, ne? Ja. Ich meine, wer, wenn man zusammenspielt, dumm, wenn man es nicht macht. Nee, eben. Ich meine, wir waren ja gestern auch so weit, dass wir dem Kollegen, den wir da, den Gast hier, Adrian, der hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle noch von uns abbekommen. Ja, aber der wollte nicht. Ja, und das ist auch alles so in den Sand gegangen und hast nicht gesehen. Dann hat er sich auch verpiest, weil der keinen Bock mehr hatte. Ja. Weil wir dann da 2 Stunden gehangen haben und haben das geklärt, so, ne? Ja, weil auch mega von gedauert hat bis 20 Uhr bis halb 11, ne? Ja. Dann hat es auch mega gedauert, bis das Video hochgeladen war, weil ich wäre gerade so ein bisschen umgeleitet von der Internetleitung. Das heißt, ich habe keine vollen 6K, wie ich sonst kriege. Ich komme irgendwie nur auf 3,5 oder 4K.
Deswegen sollen wir fürs nächste Mal eigentlich sowas im TS hochladen, weil das über YouTube manchmal gerne was länger dauert auch. Nee, ich hab schon einen Proxy drin, also ein YouTube, ja, Upload-Proxy, dass das alles ein bisschen schneller geht. Ich sag so, ich werde dann jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich das Video ja fertig habe, mal gucken. Ich weiß ja noch nicht mal, wann das rauskommen soll, ne? Deswegen aber schon mal hochladen auf privat und dann kann ich dir sagen, wie ich beim Zocken hochlade, ne? Mhm. Asozial. Ja. Na, ich würde es ja so machen, bei mir ist das dann Part. Was? Wie viel? 24. So ist es nach 21 fängt an bei uns. Ja, und dann müssen wir dann halt absprechen, dass du dann den ersten hier bei meinem 26. hochlädst. Genau, ja, meine ich ja, dass das parallel läuft. Ja. So ist noch ein Cannabis bei mir im Auto. Wenn theoretisch... Ach nee, ich habe ja aus deinem Auto noch rausgenommen. Ich bin ja so nett. Pack das dann bei dir auch erstmal wieder rein. Ja. Tust du das eine noch verarbeiten oder soll ich das dann machen, oder? Nee, also das eine, das muss ich mir verarbeiten. Da bin ich jetzt gerade schon fertig fast. Ja, ein bisschen schneller bei nur einem. Aber ja. Ich glaube, eigentlich nicht. Das, ich hätte gar nicht so behindert einparken müssen, sondern du hättest gar nicht neben mich gemusst, sondern es geht auch hintereinander. Hm. Ach, hatte ich ja eh gesagt. Man kommt hier mit drei Hammets, kommt man hier ja rein. Hm. Boah, mega knapp an dem Baum einfach mal vorbei. Boah. So, sagst du, ein Marihuana von dir darf ich behalten? Ha, die gönn dir. So, zum rückwärts rausfahren machen wir jetzt hier auch mal mit externer Ansicht. Das habe ich auch gemacht. Wo fahren wir hin? Kavala Drogendealer? Ja, denke, weil Atira ist mir zu blöd. Da überfallen sie, glaube ich, zu hart. Ja, mal gucken, ob... Sind eigentlich unsere Freunde online heute? Der WP. Also die behinderten Spasten von gestern, meine ich damit. Bin schon am Durchblicken. Sieht man, du konzentrierst dich nämlich mehr aufs Durchgucken wie aufs Fahren. Nö. Wie hießen sie? Gabra, Gili und alles ist nicht da. Next Jesus. Next Jesus, ja. Ich finde ja solche Leute, die sich irgendwas mit Jesus oder Jesus Christus oder so, das wird bei mir auf dem Server gebannt werden. Weil sowas, finde ich, muss nicht sein. Ja, pff, mir ist das eigentlich YOLO und wenn sie sich den Next Nazi Hitler nennen oder so, ist mir ja auch egal. Aber ich finde sowas muss eigentlich nicht sein, aber naja, gut. Jedem das seine, ne? Ja, mir ist es scheißegal. Wenn sie dann auffallen würden, dann würde ich spätestens mal sagen, ey, komm Leute, bei so einem Namen bitte mal ändern, ansonsten sucht euch einen anderen Server, ne? Ja. Oder zumindest freundlich darauf hinweisen, muss ja nicht ballert. Ballert, wo ist bei mir auch gerade so ein bisschen gedesinkt, war gerade voll in dir drin. Okay, nicht so geil. Ja. Ich stehe nämlich nicht so auf Piraterie von hinten. Ach, warum denn nicht? Ist doch geil. Ist doch voll so, ha. Oh, nee. Jetzt musst du die Facecam sehen. Das werde ich mir auch gönnen. Mega Porno, die Facecam, ey. Boah, Junge. Bis zu wievielten Part hast du eigentlich mittlerweile hochgeladen, halt nur als geplant? 7. glaube. Boah. Und dann halt jetzt übers Wochenende lädt er einen schönen automatisch, stellt es da rein. Mhm. Also bis Montag habe ich jetzt erstmal Parts. Okay. Ja, du weißt ja. Ganze nächste Woche mit aufnehmen wird nichts, bin ich zu Hause. Ja, haben ja Parts, ne? Wollte gerade sagen, haben ja Parts. Und ab dann, wo ich hochladen muss, bin ich eh wieder zu Hause. Ja, aber bei dir geht das ja schnell. Könnt ihr euch auch meinen. Bei mir hochladen. Ich ja. Werde wahrscheinlich heute noch anfangen. Na, kannst du eigentlich alles geplant hochladen? Als geplant hochladen, ja, kann ich. Ja, dann macht. Nein! Ich bin in dich reingedesinkt. Hast du Toolkits? Ich bin tot. Du bist tot. Mhm. Oh nein.
Okay, Leute. Dein Ding ist bumm gemacht? Ja. Nein. Okay, dann Leute, bis später, haut rein. Ciao.